Die Diagnose malignes Melanom war für mich der Anfang einer langen Reise. Ich musste mich nicht nur mit dem Hautkrebs auseinandersetzen, sondern ehrlich gesagt auch mit mir selbst. Als der Arzt mir sagte, was los ist, war ich wie gelähmt. Ich hatte nicht nur ein malignes Melanom, ich hatte schon Metastasen. Ich dachte wirklich, das war's jetzt. Mir wurde klar, dass ich mich schnell mit dem Thema Therapie beschäftigen muss. Aber eigentlich wollte ich mich komplett zurückziehen und mit niemandem darüber reden. Ich fiel in ein tiefes Loch und mir lief die Zeit davon. An diesem Punkt übernahm meine Frau das Ruder. Sie informierte sich im Internet über verschiedene Therapieformen, machte Termine bei Ärzten, suchte sich eine Selbsthilfegruppe. Meine Frau kämpfte wie eine Löwin gegen meine Vermeidungsstrategie. Und was soll ich sagen? Mit Erfolg. Ich löste mich aus meiner Starre, weil ich merkte, dass ich diesen Kampf nicht alleine führen muss. Wir erfuhren alles über meine BRAF-Genmutation. Im Hauttumorzentrum habe ich mich dann gemeinsam mit meinem Arzt, meiner Frau, für eine zielgerichtete Therapie entschieden. Mein Dermato-Onkologe hat mir klargemacht, dass ich trotz der Metastasen auch mit dieser Behandlung meine Lebensqualität erhalten kann. Es ist noch nicht alles gut. Es gibt Tage, an denen ich verzweifle. Aber die Tatsache, dass ich nicht alleine bin, dass ich sehr gut informiert bin und dass nach jeder schlechten Phase auch wieder eine gute kommt, lässt mich weiterkämpfen. Das maligne Melanom mit Mutation im BRAF-Gen kann direkt und zielgerichtet behandelt werden. Sei mutig, mach dich schlau und entscheide gemeinsam mit deinem Arzt, welche Behandlung für dich die beste ist.